Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben in diesem Level namens Mad Space, in welchem wir mit Rouge drei Stücke des Master Emeralds finden müssen. Und ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Erstmal dieses Vieh da umbringen und diesen Schalter drücken. Was anderes bleibt mir wahrscheinlich gar nicht übrig im Moment, weil an allen anderen Orten diese unkaputtbaren, zumindest noch unkaputtbaren Kisten sind, so wie wir natürlich wissen. Kommen wir da irgendwo hoch an der Seite? Können wir mal theoretisch probieren. Ja, rein. Eigentlich müssten wir da hochkommen sogar. Wow. Ja, wir kommen tatsächlich hoch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Gibt's hier oben irgendwas für uns? Da drin war, glaube ich, das Power-Up, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Ja, so ein klein bisschen erinnere ich mich immer noch an früher, wo ich hier gezockt habe, weil das Level ist wirklich eines der längsten, würde ich fast sagen, von Rouge. Weil, und die Steuerung ist auch relativ, ich sag mal, confusing, also verwirrend auf diesem Planeten. Weil, wenn man nach oben drückt, läuft man normal geradeaus und irgendwann wird es plötzlich schief, wie man läuft, aber ich kann es mir absolut nicht erklären, wie das Prinzip funktioniert mit dem Lauf. Irre mal, ich werde jetzt erst mal außen rumfliegen. Um mal... Seht ihr, ich lenke gerade nur nach unten. Ich mache nichts anderes. Das ist total komisch. Und jetzt muss ich hier nach oben lenken, dass ich da lang fliege. Nee, aber hier scheint schon mal kein Emerald zu sein. Zumindest nicht der erste. Und wir können rein theoretisch... wo war hier die Rakete? Hier war irgendwo eine Rakete, wo man zurückfliegen konnte. Das weiß ich noch. Da kommt man hoch, dopsen. Was hat der hier gemacht? War die Rakete da oben drauf? Ja, ich glaube, sie war da oben drauf. Allerdings ist sie verschlossen. Warte mal. Ja, da unten war doch so eine Kiste. Vielleicht ist da ein Schalter drunter. Na, geht doch. Ich könnte fast wetten, dass die Rakete jetzt da oben ist. Jo, prima. Schon mal auf diesem Planeten ein Splitter des Master Emeralds sich befindet. Wobei es hier hinten schon relativ düster aussieht. Und, ach ja, wir haben jetzt auch diesen komischen Schweif hinter unseren Tritten. Ähnlich wie Knuckles Power-Up. So, aber es sieht auch wirklich, sieht auch hier nicht sonderlich positiv aus. Und ich würde mal sagen, eine kleine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Telefon und so ist nervig und so. Und, ja, unterbrechen generell. So, hier scheint aber auch nichts zu sein, Mann. Menschenskin da, hier unten auf der Seite vielleicht. Ich habe übrigens Angst, dass ich da runterfalle, wenn ich da... Ja, das ist definitiv eine Wand. Sollte ich vielleicht nicht runterhüpfen. Ich dachte, das wäre jetzt auch so ein Planet, wo man dingensen kann. So, müssen wir wieder zurück. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wo geht's denn hier zurück? Da ist ein Gerät. Da vorne ist ein Dopsteil. Was bringt uns das denn? Bin gespannt. Ah, das bringt uns auf einen anderen Planeten. Was ist denn mit dem hier? Ja, hier scheint aber auch nichts zu sein. Mann. Wohin bringt uns... Eigentlich wollte ich das nicht. Egal, gehen wir wieder auf dieses... Die Steuerung ist blöd. Die ist echt verdammt blöd in diesem Level. So, dieses Dopsteil bringt uns wahrscheinlich wieder zurück, wenn wir hier dran gehen. Daher schauen wir mal, ob da oben drauf nicht ein Rack. Sag ich's nicht. Ja, da hab ich's ja wohl fast schon geahnt, ne? Gehen wir mal ganz nach oben hier. Ah. Emerald Nummer 1, wo bist du denn? Ich würde dich gerne finden und nicht zu viel Zeit in diesem Level verschwenden. Ja, das könnte sehr langwierig werden. Ich zerstöre ihn einfach mal. Kann sein, dass da ein Emerald drin ist. Schade. Nochmal so ein Glückstreffer wie bei Knuckles wäre toll gewesen. Gib mal einen Tipp. Das muss ich doch rückwärts lesen, oder? Ja, was soll das? Ich will das nochmal nachlesen. Wie kann ich das nochmal nachlesen im Nachhinein? Ich weiß, dass man das höchstwahrscheinlich rückwärts hätte lesen können. Hey, geh kacken. Danke. Hier oben scheint aber auch wirklich nicht viel zu sein. Wohin bringt uns das jetzt? Hier ist auch nix. Mann. Wo ist denn der Emerald? Was hast du mir zu sagen?
Der Ort, der nicht klein ist. Welcher Ort ist denn nicht klein? Also der Tipp war echt gammelig. Danke, Spiel. Kann ich da außenrum noch langlaufen von dem Planeten? Okay. Bringt's hier unten vielleicht auch noch irgendwas? Gibt's hier unten irgendetwas? Eventuell? Nö, auch nicht. Na dann. Versuchen wir mal die hier. Get the iron boosts and use them to open the steel container. Ja, nee, weißt du? Also Omo-Chao, das habe ich noch nicht gemerkt. Danke für den Tipp. Ja, aber ich schau noch mal hier oben. Ich habe das Gefühl, dass das doch da oben irgendwo das Ding sein muss. Eventuell auch. Hey, du da, gib mir Tipp. Nicht in der Kiste in dem Lagercontainer mit gelbem Licht. Aha. Wollen die Tipps mich in die Irre führen, oder was? Nicht in der Kiste im Container mit... Ey! Ey! Was soll denn das? Penofi. Mann. Mann, 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 Mann! So, jetzt bitte in den gelben Stahlcontainer, in den Stahlcontainer mit gelb... Ey! Wieso kann mich dieses Ding nicht einfach da reingehen lassen? Es ist nicht in der Kiste angeblich. Boah. Ey, die Tipps... Die Tipps sind einfach verneint oder so. Oder der Ort, der nicht klein ist. Das war sehr wohl ein kleiner Ort, du Penner. Penner-Tippgerät. Was auch immer du bist. Ich will mich in die Irre führen. Ich will nur, dass das Let's Play... dass dieses Level unnötig lange dauert. Nicht das Let's Play. Das Let's Play kann schön lange dauern. Das ist cool. Also ich will damit nicht sagen, dass meine Let's Plays definitiv cool sind, sondern dass mir das Spaß macht und dass ich das cool finde. Aber das nur am Rande. So, du, da gibst du sicher auch wieder so einen verneinten Tipp. Die Spitze von irgendwas. Ja. Die Spitze, welche Spitze denn, verdammt? Mann. Mann. Welche Spitze? Ist da unten irgendwo was mit Spitze oder so? Was sagt der mir? Meteorit ohne Gras. Aha. Also der Meteorit mit Gras. Das kann ich mir schon fast denken jetzt. So eine Verarsche. Das ist der Meteorit mit Gras. Bin mir sicher, dass das hier ist irgendwo. Blödes Tippgerät. Ja, sag ich's nicht. Das Tippgerät ist echt spastik. Wo ist das? Ey. Danke. Ey, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, dann wäre ich echt, wäre ich echt vor Frust gestorben, wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. So, noch irgendwo so ein Tippgerät, was mir alle Antworten in verneinter Form wiedergibt. Das. Capsule Planet. So, so. Ich brauche Tippgeräte. Tippgeräte sind toll. Ist recht, wenn sie eben so offensichtliche Tipps geben wie der Meteorit mit Gras. Solche Tipps sind toll. So, nehmen wir auf den Planeten schon drauf. Auf dem offensichtlich nichts ist. Tippgerät, Tippgerät. Tippgerät. Ich brauche deine Hilfe. Egal, wir schauen nochmal hier oben. Weil mit jedem Edelstein, den wir gesammelt haben, können wir quasi nochmal im ganzen Level suchen. Das ist sowas von. Eigentlich doof gelöst, finde ich, dass nicht die einzelnen Sachen, dass nicht die Emeralds unabhängig voneinander blinken können. Das fände ich um einiges praktischer. Aber ganz offensichtlich ist hier wohl nicht sonderlich viel. So, dann gehen wir mal auf den Mond, oder? Ja, dieser komische Meteorit. Ich habe das Gefühl, dass hier dann irgendwo ein Emerald ist. Wenn schon, denn schon. Nicht einfach die Richtung wechseln, wenn ich irgendwo dagegen knalle. Na? 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 Ja, aber wohl oder übel ist ja wohl doch nichts drauf, oder? Ich glaube fast, dass ich, ah doch. Tatsache. Hier lang. Die Steuerung ist total... Die dreht sich einfach plötzlich um 90 Grad. Einfach so, mittendrin. Hier lang kommt nichts. Ich lenke gerade nach links. Und jetzt... Sag mal. Das Ding will mich verarschen. Okay, da war irgendwas. Ist, da irgendwas? Nö.
Hier unten? Hier unten! Ich. In welche Richtung muss ich denn linken? Jetzt muss ich. Jetzt. Was ist mit der Steuerung los? Ich hasse das. Dieser Planet ist echt der totale Müll. Also dieser Mond, was auch immer. Nein! Nach oben, danke. Ich lenke gerade nach rechts wieder. Das ist der totale Bullshit ist das. Nicht nach unten. Ey, was machst du da, Rouge? Danke. So. Da oben soll irgendwas sein, okay. Ja, wie kommen wir aber da hoch? Ist jetzt die nächste Frage. Ist da irgendwas? Irgendwo oben. Ja, da blinkt's, aber wo blinkt's? Wo muss ich denn hin? Hier wird's gelb, wenn ich dann nach oben gehe. Was ist überhaupt da drin? 10 Ringe. Aber wohin führt das Rumgeblinke, wenn ich jetzt da mal meine Kamera drehe? Da sehe ich natürlich auch wieder nichts. Sehr klar. Wir könnten aber mal versuchen. Ja, ich war doch vorher auf irgendeiner Kiste, die mich nach oben geführt hat, so ein bisschen. Hier oben ist irgendwo was. Offensichtlich. Jetzt wird er grün. Und das Spiel macht. Was machst du da, Spiel? Spiel! Hör auf! Hör auf! Hör sofort auf! Ey, ich hab gesagt, hör auf! Was ist hier los? Ja, eine Sekunde bitte. So, ich hoffe mal, dass das Problem jetzt weg ist. Nein. Der weigert sich doch tatsächlich mir hier irgendwelche. So, ich gehe mal einfach hier drauf. Bringt uns das irgendwie weiter? Ich glaube nicht. Nee. Tatsache, ich kann nichts machen. Das geht alles nicht. Ich versuch's mal. Nee, nicht in die Richtung. Nein! Da hat es gerade kurz geblinkt. Ist der jetzt da unten irgendwo oder was? Wo hat das jetzt gerade. Von wo hat das jetzt gerade geblinkt? Wo war der jetzt? Ich kletter mal da drunter oder ich gehe auf so eine Plattform hier. Nach unten bitte. Gefährlicher Mond. Gefährlicher Mond? Das ist gefährlicher Mond. Weltoffenes Gebiet. Vielleicht da oben drauf? Weitoffenes Gebiet. Willst du mich verarschen? Nix weitoffenes Gebiet. Mann. Blöde Tipp-Dinger, ey. Also das Level war mal wieder echt. Ich bin froh, dass ich es in unter einer Folge geschafft habe. Rang E, was sonst? Aber wie soll man das schaffen? Wie soll man das viel schneller schaffen? Das Level ist echt die. Echt langweilig und lang. Nicht langweilig, sondern einfach nur lang. Da krepiert man auch relativ einfach. Das sieht jetzt hier vielleicht nicht so aus, aber... Ja. Ciao World. Ach, wir haben ja eine Ciao-Box aufgesammelt. Cool. Gorilla Mongo. Lade ein bisschen, bitte. Danke sehr. So. Dorin. Und... Wir haben nur ein lila Stäbchen für unseren Ciao. Aber er muss alle bekommen. Das schlaft sie zu dritt im Akkord. Sollen wir sie ins Wasser schieben? Ja, schieben wir sie ins Wasser. Du, weißer Typi, du. Die Steuerung ist echt komisch, wenn ich versuche, so ein klein bisschen zu steuern.